Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 13. Januar 2018? Sonne befindet sich im Tierkreiszeichen Steinbock. Die chinesischen Astrologen sagen, das ist der Himmelskaiser und der Himmelskaiser bewegt sich gerade in Palast des Nordens und die Chinesen nennen das als schwarze Schildkröte. Gegenüber von Palast des Nordens befindet sich die Palast des Südens und in diesem Palast des Südens, was die Chinesen als rote Vogel bezeichnen, bewegt sich unser Planet Erde. In westlichen Astrologie heißt es, unser Planet Erde bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Krebs. Mond bewegt sich heute in Tierkreiszeichen Schütze. Die Chinesen sagen, das ist die Himmelskaiserin und die Himmelskaiserin bewegt sich noch im Palast des Ostens, was die chinesischen Astrologen als blaue Drache nennen. Ein wichtiges Ereignis ist im heutigen Tag, der Planet Merkur erreicht Saturn in Tierkreiszeichen Steinbock, genau, Tierkreiszeichen Steinbock. Und das hat eine wichtige Bedeutung. Hier handelt sich um ernsthaften Gesprächen. Hier handelt sich um wichtigen Gesprächen. Aber im Sonnenaufgang befinden sich die beiden Planeten in einem Platz, was die Geheimnisse betrifft, geheime Gespräche oder hinter den Kulissen zu schauen, was für Gespräche werden hier geführt. Es werden auch tiefgründige Gespräche führen und das kann auch die Spiritualität bedeuten. Aber in erster Linie handelt sich hier um Geheimnisse. Entweder werden wir Geheimnisse erfahren oder wir haben Geheimnisse und wir sollen auch schweigen, weil es besteht die Gefahr, dass jemand uns verrät und weiter erzählt unsere Geheimnisse. Also es sind wichtige Gespräche, es sind geheime Gespräche oder eine geheime Treffen. Das kann natürlich auch bedeuten. Oder etwas hinter unserem Rücken. Und darauf sollten wir auch achten. Aber diese Energie kann auch bedeuten, dass wir unsere Geheimnisse bewahren sollen. Und das ist diese Verbindung zwischen Merkur und Saturn. Und das hat heute eine Wichtigkeit. Diese beiden Planeten, Merkur und Saturn, wirken jetzt gemeinsam, weil die Energie verschmelzt sich, wenn sie sich hier treffen. Und heute handelt es sich um ein Treffen in Tierkreiszeichen Steinbock. Natürlich trifft es in erster Linie die Steinbock-Geborenen und die, wo Aszendent Steinbock haben. Aber das spiegelt auch etwas für die Krebsgeborenen und die Krebsgeborenen sollen auch da Gedanken machen, welchen Gesprächen, welchen Geheimnisse handelt hier. Diese Energiefeld bekommt einen Einfluss von Pollis. Dieser Pollis ist ein Stern im Himmel und dieser Stern bringt Glück und Erfolg und vermittelt uns Aufrichtigkeit. Wir sollen bei diesem Gespräch aufrichtig verhalten. Dieser Stern bedeutet auch Spiritualität und bei vielen Menschen handelt es sich wirklich um tiefen Wissen, Erkenntnisse, um einen spirituellen Weg zu bewegen.
Das kann natürlich auch diese Energiefeld bedeuten und dann bringt es auch Glück und Aufrichtigkeit und Erfolg. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Schütze und bekommt einen Einfluss von Rastaban. Diese Rastaban ist der Kopf der Drache. Und diese Drache ist nicht immer so liebevoll. Und hier sollen wir bei diesem Einfluss von Rastaban drauf achten, weil diese Energie vermittelt unsere Mondbewegung auf dem heutigen Tag. Es kann um Lügen oder Intrigen handeln und das hängt auch vielleicht sogar mit diesem geheimen Gespräch. Also sollen wir darauf achten, es ist gut möglich, dass hinter unserem Rücken heute etwas passiert und es ist unangenehm und es kann auch um Lügen oder Intrigen handeln. Ist immerhin, das ist diese Schlange und diese Drache ist ein Sternbild im Himmel und dieses Sternbild befindet sich bei großen Bär und kleinen Bär. Also es ist erkennbar und sichtbar im Nachthimmel und die großen Bär und kleine Bär finden wir auch ganz leicht, weil das ist die große Wagen und die kleinen Wagen, das ist die andere Bezeichnung dafür und hier in dieser Richtung ist auch der Nordpol. Vor einigen Tausenden von Jahren war der Nordpol noch in diesem Drachen, in diesem Sternbild Drachen, aber das hat sich verschoben und die heutigen Nordpol befindet sich im kleinen Bär oder kleinen Wagen. Mond bewegt sich schnell im Vergleich zu dem Planeten und kommt noch eine andere Verbindung und diese Verbindung heißt Sabik. Und dieser Stern Sabik befindet sich bei dem Schlangenträger. Und dieser Schlangenträger ist nichts anderes als Asklepios, der himmlischen Arzt. Und diesem Sternbild, dieser Schlangenträger, befindet sich auch im Ekliptik, aber gehört nicht zu den Tierkreiszeichen. Wenn wir zu den Tierkreiszeichen zählen würden, dann würde das die 13. Tierkreiszeichen sein. Und dieser Stern Sabik, was einen Einfluss hat auf die heutigen Mondbewegung, ist die Knie. Diese Schlangenträger und das bedeutet vorausgehende. Knie bedeutet nicht niederbeugen vor jemand, sondern aufrecht halten. Das ist die eine Bedeutung. Die andere Bedeutung ist, wenn wir diesen Namen Sabik, was aus dem Arabischen kommt, übersetzen und übersetzt heißt das die vorausgehende. Und das hat auch eine Bedeutung, weil das ist eine Botschaft für den heutigen Tag. Wir sollen die Vorausgehende sein, ein Schritt voraus zum Handeln, Denken oder so, unsere Schritte machen. Und das sind die Einflüsse und schauen wir mal die einzelnen Tierkreiszeichen an. Ein wichtiges Gespräch handelt sich bei den Steinbockgeborenen und ich beginne mit den Steinbockgeborenen, weil dieser Tierkreiszeichen steigt im Osthorizont auf bei Sonnenaufgang. Also hier handelt es sich um Gesprächen. Es kann um Geheimnisse handeln. Entweder werden die Steinbockgeborenen die Geheimnisse von anderen erfahren. Kann auch bedeuten, dass die Steinbockgeborenen haben Geheimnisse und das sollen sie auch bewahren, weil das wird verraten. Also achten auf die Gesprächen. Es kann auch hier ein Lernprozess sein, weil das ist auch nichts Ungewöhnliches, wenn Saturn wirkt, dass hier eine gewisse Lernaufgabe besteht und das, was die Steinbockgeborenen dann auch wahrnehmen. Dann ist es auch wichtig, die Liebe und Partnerschaft und da Klarheit zu bekommen. Die Klarheit haben die Steinbockgeborenen, aber bei den Veränderungen sehen wir noch Schwierigkeiten, weil die Uranus
Einfluss, was dafür sorgt, dass hier Veränderungen kommen und klare Entscheidungen, damit Klarheit kommt in die Liebepartnerschaft, was eventuell auch um Selbstständigkeit auch handeln kann, aber in erster Linie die Venus-Einfluss ist die Liebe. Und das, was ich gestern auch erzählt habe, wo liegt die Lösung? In die goldene Mitte, in diesem Schnittpunkt. Und es befindet sich in der Kreiszeichen Fischen. In dieser Richtung sollen wir handeln. Und das trifft uns alle. Aber in erster Linie die Wiedergeborenen und die Steinbockgeborenen. Das heißt, im Vertrauen bleiben. Und es kommt auch alles im Fluss. Und daran nicht zweifeln. Und das ist die Lösung. Besonders wenn es um Themen geht wie Liebe, Partnerschaft und wenn es um Thema geht, Erfolg in Kunst und in Selbstständigkeit. Die Tierkreiszeichen Wassermann Geborenen werden von etwas begeistert sein und sie möchten das auch vermitteln. Sie möchten auch im Mittelpunkt stehen. Sie haben die Bedürfnis wahrgenommen werden und es gelingt auch, vielleicht nicht heute, aber in dieser Richtung bewegen sie sich die Wassermann geboren, ein bisschen Geduld, sie haben bald die Erfolg und sie werden auch wahrgenommen. In die nächste Zeit wird auch Liebe Partnerschaft eine Bedeutung haben, weil da werden sie einen Ausgleich finden. Und es nähert sich auch in den kommenden Tagen. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen sind dabei, die Finanzen auch im Fluss zu bringen. Es sind momentan Einschränkungen da und bitte auch darauf achten, wo geben Sie gerade die Geld aus, weil das kann zum Verlust führen. Oder sie kaufen etwas und damit haben sie Nachteile, weil es ist zu teuer. Oder sie bereuen das auch. Also bitte auf dem Geld achten in die Tagen. Und die Fischengeborenen kommt aber in den kommenden Tagen wieder etwas in Form, was die Finanzen betrifft. Ein bisschen Geduld noch. Es ist nicht die heutigen Tag, wo sie gut handeln können oder gewinnen können. Heute ist eher die Verlust da. Wo die Fischengeborenen aber Glück haben, sind die Gespräche und Nachrichten und Glück in die Liebe, Partnerschaft. Die Wiedergeborenen haben auch diese Einschränkungen, was die Liebe, Partnerschaft betrifft, was die Selbstständigkeit betrifft oder Künstler, sie versuchen, ihren Kunst präsentieren und erfolgreich zu sein. Es ist nicht einfach, diese Veränderungen. Manchmal liegt es an uns selbst, weil wir Angst haben von Veränderungen oder dass wir zweifeln an etwas. Das kann auch die Hindernis bedeuten. Und hier gilt auch, die goldenen Mittelweg, die Fischenenergie wahrzunehmen, weil das kann helfen, etwas im Fluss zu bringen. Und wie kommt das alles im Fluss? Wenn wir die Vertrauen haben und das nicht aufgeben und daran glauben, glauben und vertrauen, dann kommt das auch im Fluss. Daran liegt die goldene Mitte. Die Tierkräfte, noch zurück zu Wiedergeborenen. Es ist nicht nur diese Themen, sondern auch wichtig, die Finanzen in Ordnung zu bringen. Und darum kümmern auch die Wiedergeborenen. Und die Finanzen beginnt immer mit den Werten. Und dazu gehört auch die Selbstwertgefühl. Energetisch hängt es Hand in Hand zusammen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen kommt mehr in Bewegung und sie werden eine Einladung haben oder bekommen einen Besuch. Kann auch bedeuten, dass sie auf eine kleine Reise gehen, kleinere Veränderungen haben oder beginnen eine Schulung oder besuchen sie gerade ein Seminar. Etwas bewegt sich auch. Die Stiergeborenen haben gute Gespräche oder haben Vorstellungsgespräch oder Verträge. Es ist alles vorteilhaft, vielleicht nicht heute, aber in die nächste Zeit wirkt das schon. Und in die Liebe Partnerschaft haben sie auch Glück. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen sollen auf dem innere Ruhe achten. Das innere Gleichgewicht ist gerade wichtig.
Und damit die innere Ruhe und inneren Gleichgewicht haben, brauchen ein gewisser Rückzug. Die Zuhause, die Ruhe, die Bequemlichkeit genießen. Dann kommen die tollen Ideen und dann können Sie das auch umsetzen im beruflichen Situation. Also das nützt auch, aber diese Ideen kommen erst, wenn Sie zur Ruhe kommen. Und das ist das Wichtigste, was die Zwillingsgeborenen momentan achten sollen. Es sind viel Unsicherheit da, auch was die Liebe betrifft, auch die Erfolg beruflich. Aber sie haben noch die schöpferische Kraft und es wirkt, wenn sie die Ruhe bewahren oder zur Ruhe kommen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen wird in die nächste Zeit wichtige Thema, die berufliche Situation. Und da möchten sie etwas verbessern. Einige Krebsgeborenen starten die Selbstständigkeit oder sind sie schon selbstständig und verbessern sie etwas. Was noch wichtig ist, weil das spiegelt etwas das Leben, das sind diese Geheimnisse, diese geheime Gespräche, das auch bewusst wahrnehmen, um was handelt sich. Und auch die Liebepartnerschaft, das spiegelt auch etwas für die Krebsgeborenen. Auf andere zugehen, die Kontakt suchen, Gefühle zeigen und das lebendig machen. Dadurch kommt die Gleichgewicht. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben die Begeisterung, weil es ist auch aktiv, kommen Veränderungen und das ist nicht nur in die Liebe Partnerschaft, was auch sehr wichtig ist bei den Löwengeborenen und auch immer noch diese karmischen Prozesse, das wird noch eine Weile dauern, sondern auch die beruflichen Erfolg hat auch eine Bedeutung, gerade beruflich erfolgreich zu sein. Die Tierkreiszeichen Jungfrau Geborenen können mit einer guten Nachricht rechnen. Sie werden auch um die Finanzen kümmern, auch um die Buchhaltung, Finanzamt, Steuer, erbschaftliche Situation. All das bringen die Jungfrau Geborenen in Ordnung. Sie bekommen auch einen wichtigen Termin. Und das werden Sie auch die Bestätigung bekommen oder erfolgreich auch durchführen. Nicht nur das wichtig, sondern auch die Liebe, weil die Jungfrau Geborenen brauchen sie Sicherheit, Stabilität und es kommt auch alles in Form. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen sind von etwas begeistert. Das sind Neuigkeiten. Und das führt auch zu Veränderungen. Es kann bedeuten, dass eine gewisse Unsicherheit da ist oder es ist schwierig, andere davon überzeugen. Aber diese Einflüsse, was die Veränderungen auslöst, das ist ein Vorteil bei den Wagengeborenen und sie sollen auch spontan, auch schnell und auch mutig handeln. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen haben zurzeit eine wunderbare Energie in allen Lebensbereichen, beruflichen Erfolg, Anerkennung, Ansehen, ein Aufstieg. Glück auf Reise, Glück im Ausland, Glück mit ausländischen Kontakten oder Fremdsprache oder ein Besuch kommt von Weitem. Sie haben auch Glück in die Liebe, Partnerschaft und haben auch gute Gespräche und etwas begeistert auch zurzeit die Skorpiongeborenen. Bei Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist auch ein Aufstieg und das ist spürbar, weil da bewegt sich einiges. Auch beruflich, auch in Freizeitaktivitäten sind viele Kontakte und Bewegung und in die Liebe Partnerschaft kommt auch etwas in Form. Und das war mein Tageshoroskop. Natürlich ist das allgemein, auch wenn ich das jeden Tag erzähle, ich muss das auch, weil das ändert sich jeden Tag. Also habe ich viel zum Erzählen, aber das ist immer noch nicht persönlich, weil es ist wichtig, wie wirkt es auf dem persönlichen Horoskop. Und da kann ich die Fragen genau beantworten und Sie können gerne mich befragen und dann bei der Beschreibung befindet sich auch mein Kontaktdaten. Aber was ich immer wieder erwähne, wie wichtig ist, unserem eigenen
Energiefeld, weil das ist der Erfolg. Natürlich, die Zeitqualität ist auch wichtig, immer im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein, also informieren. Aber der größte Erfolg, wo wir unserem Leben meistern können, das ist unserem Selbst und auch unserem Energiefeld, weil das wirkt. Das ist unsere Ausstrahlung und mit dieser Ausstrahlung ziehen wir etwas an. Ereignisse, Umstände, auch Menschen ziehen wir an. Und das ist auch wichtig, da Gedanken zu machen, das in Ordnung zu bringen. Woher kommt diese Energiefeld? Das kommt von uns selbst, von unserem Inneren, von unserem Denken und Fühlen. Also wichtig ist positiv denken, optimistisch zu sein, angstfrei leben, kein Schuldgefühlen haben, sondern wir brauchen Selbstvertrauen, an uns selbst glauben, Kraft und Mut zu haben. Und dann haben wir schon eine tolle Ausstrahlung und dadurch verbessert sich die Lebenssituation. Da haben wir mal einen Schritt weiter gemacht zum Richtung Erfolg. Aber nicht nur wir haben Energiefeld, sondern auch andere Menschen und auch Räumlichkeiten. Und das möchte ich auch betonen, wie wichtig das ist. In diesen Räumlichkeiten, wo wir Zeit verbringen, Arbeitsplatz oder unserem Zuhause, wirken auch andere Menschen auch. Und das atmen wir ein. Es muss nichts Böses sein oder Schwarzmagie oder sowas. Nein, sondern Gedanken machen, mit welchem Stimmung, mit welchem Umfeld wir uns ständig bewegen. Natürlich können wir im Arbeitsplatz nicht die unangenehmen Menschen dann rausschmeißen. Das geht nicht. Wir müssen da auch klarkommen. Was hilft? Das ist Liebe, die Glauben, ein Entgegenkommen, etwas harmonisieren. Diese harmonisierende Energie bewirkt auch schon sehr viel. Aber in unserem Zuhause haben wir die Möglichkeit, das mal so aufräumen, energetisch aufräumen. Und das kommt oft gar nicht von uns selbst, sondern von Vergangenheit. Wer hat früher in dieser Wohnung gelebt oder im Haus? Waren dort Menschen, die Erfolg gehabt haben? Waren sie glücklich? Die hinterlassen auch ihre Energie. Und das schenkt Leichtigkeit. Dann haben wir diese Energiefeld, unsere Räumlichkeiten. Das ist schön, das ist wunderbar. Oder waren Menschen, die waren in Trennung, in Tränen, waren krank, haben sie gezweifelt, ständig Angst gehabt und die haben auch ihre Energie noch im Haus, weil das hinterlässt sich Spuren, besonders wenn sie jahrelang in dem Haus oder Wohnung gelebt haben. Und es geht nicht sofort weg, sondern wir leben in diesem Raum drin. Aber die gute Nachricht ist, das können wir bereinigen. Und dazu gibt's verschiedene Möglichkeiten. Eine weiße Kerze anzünden, ein Gebet auszusprechen, dann auch die Liebe, die Liebesenergie, das ist die stärkste Kraft überhaupt, oder Farben, oder Düfte, oder Blumen, oder Halbedelstein, oder Musik hilft auch, oder Trommeln, die Rhythmus, Mantras, Singen, all das hilft, weil dann verabschiedet, es kommt eine ganz andere Wellenlänge und das ist wichtig, in welcher Frequenz das alles sich bewegt. Weil die Angst, das zieht uns in die Tiefe. Also das können wir selbst auch in Hand nehmen. Was auch wunderbar wirkt, das sind die Düfte. Und da zeige ich etwas. Da habe ich zum Beispiel Duft für die Liebe. Und das ist ganz einfach, die sind Räucherstäbe.
Was ich anbiete, ist sehr gute Qualität und das wirkt auch stundenlang und wunderbare Duft. Also das wäre zum Beispiel für die Liebe. Dann habe ich nochmal anderen Duft. Die Liebe anziehen. Komm zu mir. Wenn jemand Wunschpartner hat oder Sehnsüchte hat, dann habe ich einen anderen Duft. Aber ich habe noch viele, viele Düfte oder Duftölen, was auch hilft. Damit meine ich nicht, dass wir jetzt Magie betreiben hier, sondern das bedeutet, dass diese Düfte wirken, weil die haben eine beruhigende Wirkung. Und somit verbinden die gute Energie miteinander. Und das, was ich meine. Und diese Hilfsmittel befindet sich in meinem Shop unter www.denderasusannamedici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.